Wir sind hier beim Tribute-Workshop for the Next Generation, also am Nachmittag eines langen Tages, der sich dem Nachwuchs widmet. Bisher spielen wir hier verschiedene Spiele und ich finde es eine richtig coole Art, sich so gegenseitig kennenzulernen. Ich finde es einfach cool, Leute in so einem entspannteren Rahmen kennenzulernen, wenn man so auf Berlinale Galas ist oder so. Man trinkt irgendwie einen Sekt und führt gezwungene Gespräche und hier wird man irgendwie gleich gezwungen, was richtig Dummes zu machen, würde ich einfach mal sagen. Und das ist total cool, wenn man sich irgendwie anders auf Augenhöhe begegnet. Also bei dem Dinner hoffe ich mir natürlich viele gute Gespräche, leckeres Essen und viele Leute wiederzutreffen auch, die man kennt und dann doch irgendwie nicht so oft oder viel zu selten sieht. Und ich glaube, für junge Talente ist es einfach ganz toll, weil wie oft ergibt sich die Gelegenheit, dass du auch wirklich mit den EntscheiderInnen sprichst. Ich glaube, wir brauchen die neue Generation Filmemacher, weil ja, es gibt ja immer wieder neues Gedankengut, was abgefangen werden muss und auch in das gesellschaftliche Narrativ eingearbeitet werden muss. Und deswegen ist die Jugend, glaube ich, immer wichtig, um die Alten ein bisschen zu wecken, aufzufrischen. Und ja, deswegen macht die UFA das hier, glaube ich, heute. Ja, wir sind ja die Zukunft und ich glaube, wir haben ganz viele tolle Ideen und können Geschichten schreiben und sollten auch verkörpert werden und gehört werden. Ja, ich finde, unsere Generation ist auf jeden Fall sehr laut und wir können auch sehr so ein bunt. Bindeglied sein zwischen den Generationen und ja, wir versuchen jetzt heute einfach mal so ein bisschen den Kontakt zu finden. Was ich, glaube ich, in ein paar Interviews schon gesagt habe, ist, dass Talent und Kreativität radikal ins Zentrum dieser Firma gestellt werden muss. Und das ist ein Beispiel, wie wir das schaffen können. Und es geht einfach darum, die besten Talente zur UFA zu holen und dort zu binden. Und das machen wir hier nicht. Gerade ist die Zeit, dann wir was verändern. Gerade ist wirklich gut. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen.